Und seid damit recht herzlich willkommen hier ganz spontan. Sorry, ich weiß, ich habe die letzte Folge total fies gecuttet. Willkommen auf der Präsentation von dem neuen Appeal of Phone. Ich bitte um Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass der P-Phone den Mobile-Markt revolutionieren wird. Neben den sozialen Netzwerken und Pinwänden hat das Handy eine Besonderheit. Es kann Selfies machen. Es ist mit einer Frontkamera ausgestattet und da kann man sich halt selbst angucken. Das Gerät wird am 13. April zu einem Preis von 3.999.500 Millionen Dollar zum Angebot verkauft und so weiter und so fort. Okay, das ist genug, ich gehe jetzt. Toll, das war alles, glaube ich. Ist ja der Wahnsinn. Ach nee, hier geht's weiter. Herzlichen Glückwunsch, du hast deinen Ruf bei Dall verbessert. Neue Belohnungen sind auf dem Weg. So, jetzt hier gleich erstmal hier Interview. Nee, warte mal. Man ist ja gesagt, man soll einen bekannten YouTuber suchen. Oh, das ist ja schon mal nicht schlecht hier, ne? Sadie, die hier war das, glaube ich. Komm, wir machen mal ein Interview. Die ist halt, stopp. Ach, scheiße. So. Ich wollt vorher noch den Rang angucken, jetzt habe ich es verpeilt. Die befragte Person hat ein ausgeschaltetes Mikrofon. Und so ist so nicht falsch gewesen, glaube ich. Du stellst eine dumme Frage. Hey, moin. Die in der Kamera. Es erscheint ein Mann, der spontan in den Hintergrund schreit. Yeah! Die befragte Person beantwortet eine lange Frage mit einem simplen Nein. Wir haben das Gesuchte leider nicht, deswegen mache ich mal so. Aua! Naja, war nicht komplett falsch, glaube ich. So, dann machen wir hier. Die befragte Person antwortet, dass sie ein besserer YouTuber ist als du. Ich weiß nicht, vielleicht kann man das... Ja, man kann sarkastisch aufnehmen. Stelle eine Fangfrage. Oh, kacke, jetzt kann ich hier nicht mehr. Es fehlt uns ein Punkt. Wegen hier Skript. Eine Fangfrage. Und da wäre wahrscheinlich genau das der Richtige gewesen, weil halt irgendwie so mit... Weißt du, ist Denken und so, ne? Ich weiß, es ist schwierig, aber... So, 4 Pünktchen haben wir noch. Du erhältst eine unangenehme Reaktion. Ich weiß nicht. Ich lache einfach mal drüber. So, Video aufgenommen. Perfekto. Da können wir es ja gerade einstellen. Habgierig, so Rang 29. Rang 47. Ich schätze mal, je höher rangiger in Anführungsstrichen derjenige ist, desto besser sind die Chancen. Das scheinen übrigens alles YouTuber hier ausnahmsweise mal zu sein. Huch, ich wollte gar nicht. Frage nach dem Spiel? Hä? Blablabla. Ach, das ist hier so eine Vertreterin, okay. Ah, got it. So. Ah ne, das ist kein YouTuber, der ist einfach nur da. So, ein Typ, der halt rum existiert. Rang 21. Drück mal den falschen Knopf. Rang 0. Rang 44. Es gibt schon einige, die ja, jetzt nicht hochrangig sind, aber hochrangig klingt doch so komisch. So, wer bist du denn? Rang 27. Rang 34. Ich posiere mal eine Runde. Hi. Vielen Dank. Ja, auf einmal ist es eine große Ehre, weil es immer noch dieselbe Person wie vor 100 Jahren. Aber am Anfang wurde man dann immer weggeschubst und so weiter. Okay. Das war's schon. Na, dann machen wir mal das Video. Könnten wir ihn auch automatisch machen lassen? Mache ich aber nicht. Ich hätte vielleicht noch den Titel anpassen sollen. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt, wenn man jetzt sagt, irgendwie Interview mit Shelby oder so. Ich glaube, das ist so. Ich weiß gar nicht mehr. So, mal schauen, was wir da rauskloppen können.
Das klappt ja schon mal sehr gut. Der hier wird schwierig. Sehe ich so schon. Es gibt nämlich, glaube ich, keine... toll. Keine so Dingens hier, die halt nur einen Zapfen, Zacken, was auch immer da oben haben. Wir können aber auf jeden Fall den hier irgendwie noch unterbringen. Ich will den aber unterbringen. Es ist so ein innerstes Bedürfnis. Ich mach das mal so. Haben wir halt einen Fehler drin, aber komm, passiert. Boah, was? 50, Alter. Okay. Nochmal ein bisschen was bei Sound und hier noch ein bisschen was bei Skript und dann ist das gut, denke ich. So. Bin mal gespannt. 15 kriegen wir oben drauf. Ich denke mal, je bekannter die Person, desto mehr Zusatzpunkte. Interesse 99. Bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. So, wie fahren wir fort? Ich würde mal sagen, wir reparieren erstmal die Kiste hier. Die quatschen wir so ab hier. Ich speede mal ein bisschen hoch. Lösen und... Ach, man leckt mich doch! Mann, das ist immer so gemein. Weißt du, jetzt haben wir schon den gewissen Schutz und... Wir fallen einfach mal in diese 50%, die wir, ja, halt Pech haben. Ach. So. Nimm mal auf, Mädel. Oh, wir haben nur noch Titel, die nicht mehr so gefragt sind. Machen wir trotzdem. Dann können wir da noch ein Review rausschmeißen. Und derweil könnten wir mal schauen nach einem neuen Spiel. Mal gucken, was da so auf dem Markt ist. Ach so, die nimmt gerade auf. So, Top Seller wollte ich eigentlich gucken. Ne, schauen wir erstmal neueste Erscheinungen. Es ist ja nicht so der Hit. Hier haben wir Nintendo 3DS. Auch heute rausgekommen. Aber alles nicht so der Burner jetzt. Wobei das hier vielleicht. Das hier könnte vielleicht noch was sein. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Nehmen wir das mal mit. So. Und da haben wir wieder ein Video fertig. $1,700. Alter Finne. So, du mach mal nochmal Nickerchen. Und dann mach mal Fresserchen. Und dann mach mal... Das ist ja gerade erst rausgekommen. Da können wir eigentlich auch ein Unboxing machen. Huch. Falsche Taste. Dö-d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 ö
Das geht aber nicht so schlecht. Jetzt können wir übrigens hier den Reflink auch nutzen, ne? Ich lasse das mal hier mit dem Bewerben bei dem Video. Oh, sie ist fertig. Das ging nochmal ganz gut. Das ist schön. Du stellst fest, dass der Ton in einem deiner zuletzt hochgeladenen Videos an einer Stelle schlecht ist. Es fällt nicht sehr auf, aber es wird ziemlich viel Zeit kosten, das zu beheben. Und wir beheben es aber trotzdem. So, der Review ist raus. Und der geht ganz gut. Den hauen wir hier nochmal, hauen wir nochmal einen Hashtag raus. Und er ist auch fertig mit dem Preview. Und, ach ja, ich glaube, das haben wir gerade zum ersten Mal bekommen. Du spielst dieses Spiel, bei dem, ah nee, aber nicht, bei dem man, ach man, bei dem man Bonbons kaputt machen muss, das dir so gefällt. Aber man, Level 474 ist einfach nicht zu schaffen. Und wir holen uns den Booster. Dann kriegen wir nämlich 10% Erfahrung. So. Okay, das hätte auch besser laufen können. Oh Mann, ich verstehe nicht, wie du bei so schlechten Videos so viele Abonnenten haben kannst. Ich glaube es einfach nicht. Das ignorieren wir ganz gekonnt. Okay, jetzt müssen wir uns ranhalten, dass wir noch den Review gebacken bekommen. Ach, wir haben die Konsole überhaupt nicht. Das ist ungünstig. Die letzte Konsole, die wir noch kaufen können. Kino ist gerade sehr ungünstig, wie du eigentlich wissen solltest. So. Und jetzt aber ran an den Speck hier. Es wird eng. So, Gameplay. Halt dich ran, mein Freund. So, du kannst eigentlich auch mal. Boah, wir haben nur noch Kackspiele, so ein Scheiß. Das war vor kurzem noch sehr gefragt und jetzt überhaupt nicht mehr. Okay, lassen wir es erstmal. Sonst soll die mal einen Kurs hier machen. So. Das erste Video geht in Bearbeitung. Wir haben schon den 23. Wir haben also noch keine 5 Tage mehr Zeit in dem Sinne. Puh, das wird sehr, sehr eng. Erstes Video, es ist das Buchproblem beheben. Mache ich eigentlich nicht so gern, wenn wir so unter Zeitdruck stehen. Aber... Ach, bist du aus dem Sack? Natürlich nicht. Wozu sind wir eigentlich in einem Netzwerk? So, du sollst keinen Kaffee trinken, du sollst was essen. Und zwar hat anstehen geht. So, die Dame ist übrigens fertig. Achso, die geht erstmal nach Hause. So, rap, genau. Wollte gerade sagen ab und dann wollte ich doch sagen ran. Ab geht's. Ran an den Speck, so passt besser. Ah ja, da ist sie wieder. Da kannst du gerade mal wieder weiter kursen. Weiter rumkursieren. 25. Ich würde sagen, nach dem zweiten Video machen wir den Review. Sonst wird es einfach mal zu knapp. Ah ja, schon 26. Boah, scheiße. Das wird eventuell gar nicht mehr hinhauen. So, und direkt das nächste. Also in Review, wir haben 27, das wird nichts mehr. Das kannst du, ups, das kannst vergessen, das wird nichts mehr. Ach, scheiße, der Rechner, achso, na gut, der muss ich erstmal aufnehmen. Nee, das kannst du, nee, kannst du knicken. Keine Chance. Ach, kacke, das hätten wir vorziehen sollen. Tschüss. Na endlich! Meine Herren, ey. Das Netzwerk doch noch zu was gut. Und verkackt. Na super. Naja, vielleicht bringt wenigstens das Video noch ein bisschen was ein. Aber gut, wir haben ja nichts verloren. Oh, 99. Das ist nicht schlecht. Yeah! Und noch ein Level Up und ein Talentpunkt. Wie gesagt, wir gehen jetzt erstmal auf Hardcore. Dann können wir hier nämlich noch ein paar Likes generieren.
So. Ah. Das ist der Vorteil, wenn man in einem Netzwerk ist. Nö. Puh, okay. So. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Ruhephase. Die können wir mal nutzen, um wieder ein bisschen aufzuräumen. Und apropos aufräumen, wir können auch gerade mal aufrüsten. Ich sehe nämlich gerade, unser Kontostand würde es durchaus erlauben, wenn wir hier mal wieder ein bisschen ein wenig aufrüsten. Fangen wir mal hier bei der Hauptkiste quasi an. Später mache ich es übrigens so, wenn genügend, wenn wir flüssig genug sind sozusagen, dass wir immer alles so gleichmäßig aufgerüstet behalten. Boah, Alter. 3.500. Mein lieber Mann. Ich glaube, das günstigste sind immer die Kopfhörer. Irgendwie aus China bestellt oder so. So, kann ich ihn doch mal überlisten? Kann ich? Oh, schade. Ich glaube, es ist auch der beste Rechner, den wir jetzt hier kriegen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Den Monitor finde ich auch übrigens sehr speziell. Der sieht so ein bisschen Bioshock-mäßig aus. So, und die Dame ist mal wieder fertig. So, Interaktion wäre bei ihr auf jeden Fall mal ein Punkt. Das müssen wir ganz dringend mal ausbauen bei ihr. Ich glaube, dass das hier... Mach dich mal ran. Oh, wir hatten übrigens gerade einen ersten... Dall, jawohl. Da nehmen wir natürlich gerne. Sind wir durch? Ja. Dall PC, ein Gameplay von Surprise Bowling. Ja, okay, das ist ganz gemütlich und easy. Da legen wir uns vorher nochmal ein Ründchen hin. Knuspern ein Ründchen was. So. Spaghetti. Spaghetti gehen immer. Ein Gameplay. Los geht's. Das lasse ich Ihnen... Oh, stimmt, neuer Rechner. 360 Grad 4 Ansicht. Lärmschutz. Und jetzt sehen wir nämlich hier, dass wir jetzt hier Minuswerte haben. Die hatten wir zuvor nicht. Ich weiß nicht, warum das so ist, muss ich ehrlich sagen. Es wundert mich ein wenig. Später gleicht sich das, glaube ich, aber wieder aus. Also hier gleicht sich jetzt in dem Sinne auch aus. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Vielleicht ist es ein Bug. So. 4.400. Können wir nochmal gucken, ob wir gleich noch ein bisschen was aufrüsten können. Vielleicht oben auch nochmal eine Runde. Und dann könnten wir eigentlich auch langsam mal nach einem neuen Mitarbeiter Ausschau halten. Ich gucke jetzt hier erst... Achso, Computer arbeitet. Computer sagt nein. So. So. Und bewerben wir das? Ja. So. Ab geht die Post. Aufrüsten. Können wir hier noch was machen? Tastatur können wir noch. Maus. Kopfhörer. Und ich glaube, das war's fürs Erste. Mal schauen, wenn die Sachen jetzt ankommen. Jesus. Ach, Einladung zu einer Veranstaltung. Okay. Da sind wir gern dabei. Nein. Wann ist denn die? Da unten. Spielpräsentation von Amateur. Okay. Ich finde, die Tastatur sieht so episch aus irgendwie, ne? Von der Maus kann man das nicht so sehr behaupten. So.
Mal schauen, ob wir noch was machen können. Aber ich denke mal, jetzt ist wirklich langsam Sense im Karton. Wann ist eigentlich die Veranstaltung? Am 7. Ach, die ist ja schon übermorgen. Oh je. Dann müssen wir uns vorher nochmal frisch machen. Halt. Noch eine Tastatur. In der Zwischenzeit hauen wir uns mal hin. Die Dame ist ebenfalls fertig. Die ist ein bisschen interaktiver geworden, sozusagen. So, du kannst auch gleich weitermachen. Ich bin fies, ich weiß. Aber nur ein Spiel. So, die Tastatur sieht schon wieder nicht mehr so episch aus. Haben wir auch fast den 7. schon. Was sagte ich? 8. Nee, 7. okay. Huch. Spaghetti. Okay, schauen wir mal, ob wir hier noch was machen können. Ob sich dann nochmal was getan hat. Es wird schon langsam langweilig, ich weiß, tut mir sehr leid. Ja, tatsächlich, Kopfhörer können wir noch einmal. Das Zimmer sieht so leer aus, ja, nehmen wir gern, wie immer. So. Meine Herren, haben wir ja ordentlich eingekauft dieses Mal. Aber meine lieben Freunde, Zuschauer und wie auch immer, für diese Folge bedanke ich mich erstmal soweit fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge bei YouTubers Live. Ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen da oder auch gerne einen Kommentar. Ist immer gern gesehen und wenn es mir möglich ist, antworte ich natürlich auch auf die Kommentare. Und ja, bleibt auf Draht. Wir sehen uns wieder dann. Bis zum nächsten Mal. See ya!